herzlichen Dank an die Kegelreichspost für die schweren Bedingungen. Und ich bitte euch jetzt noch ein paar Minuten richtig stark zu bleiben, trotz dem Herrn Schuster seinem störenden Gebimmel. Ihr sollt nämlich Folgendes wissen. Ihr sollt wissen, dass die Mahnwache unter Druck steht. Die Bahn besteht darauf, dass die Mahnwache bis morgen 24 Uhr, Dienstag 24 Uhr abgebaut ist. Das Ordnungsamt der Stuttgart hat im Kooperationsgespräch mit den Versammlungsleitern der Mahnwache einen vernünftigen Alternativstandort angeboten am Ende der Königstraße. Das Problem ist, dass die Mahnwachenorganisatorinnen und Organisierer das nicht bis morgen Nacht um 24 Uhr über die Bühne bringen werden. Sie haben einen Umzug bis Ende der kommenden Woche angeboten. Und angesichts der Jahre der Verzögerung, die der Herr Käfer angekündigt hat in der Presse inzwischen, dürften die paar Tage der Mahnwache einzuräumen ja wohl wirklich kein Problem sein. Stärkt der Mahnwache den Rücken, kommt vorbei, macht es denen, die kein Problem damit haben, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, die kein Problem haben, die Landesregierung hinters Licht zu führen mit ihren Terminansagen. Macht es denen schwer und zeigt Präsenz. Und ein weiteres Problem an der Mahnwache gilt es durchzusagen. Die Objekte vom Bauzaun müssen umgezogen und eingelagert werden. Da wird Hilfe gebraucht. Meldet euch bitte bei den Freundinnen und Freunden an der Mahnwache. Und wenn ihr Lagerflächen zur Verfügung haben solltet, meldet es denen auch. Das brauchen sie dringend. So, jetzt noch einige wenige Termine. Die Blockadegruppe hat gebeten, Folgendes durchzusagen. Dass jetzt auch alle, die sich schwer tun, am Dienstagmorgen um 5 Uhr aufzustehen, um bei Blockadefrühstück da zu sein, jetzt Donnerstag eine sogenannte After-Work-Blockade angeboten wird. Treffpunkt dafür 16.30 Uhr, und zwar am Nordausgang an der Mahnwache. Auf dem Wochenflyer ist nämlich immer noch der Südflügel angegeben. Die wollen auch ein Infobüro einbauen, glaube ich, ne? Weitere Durchsage. Heute Abend nach Ende der Veranstaltung findet im Gewerkschaftshaus eine Veranstaltung unter dem Titel Demokratie in Bewegung, 21 Kandidaten gegen Stuttgart 21 statt. Wer also über Stuttgart 21 die Zusammenhänge mit der Oberbürgermeisterwahl und ob die Idee 21 Kandidaten aufzustellen, eine vernünftige Idee für uns ist oder eher was für Spaßkandidaten, möge dorthin gehen. Doch vorher, liebe Freundinnen und Freunde, sollten alle dem Märchenonkel vom Bahnvorstand, dem Herrn Käfer, der auf Einladung der Presse im Bücherknast, in der Stadtbibliothek zu Besuch ist, gebührend begrüßen. Die Versammlung Montagsdemo ist dann beendet am Ende der Demo, wenn der Demozug auf der Heilbronner Straße auf Höhe des Hauptbahnhofs angekommen ist. Und von dort geht dann eine ebenfalls angemeldete Demo weiter zur Frontbannerparade an der Bibliothek, wo dann die Folgedemonstration also endet. Die Bannerparade soll dem Herrn Käfer in Erinnerung rufen, was wir an Widerstand in den letzten 2 Jahren aufgeboten haben. Und ihr werdet ihm mit eurer Präsenz sicherlich zeigen, dass die nächsten zehn Jahre für die Bauherren mit Tunnelblick bestimmt kein Deckchen sticken werden. Das war die 120. Montagsdemo. Wir sehen uns wieder am 30. Viertel am kommenden Montag.